Blatt wird eine gute Wirkung tun. Es muss alle Weiber bezaubern. Mir, Carlos, glaubst du nicht, dass meine Wochenschrift jetzt eine der ersten in Europa ist? Wir Spanier wenigstens kennen keinen neueren Autor, der so viel Stärke des Gedankens, so viel blühende Einbildungskraft mit einem so glänzenden und leichten Stil verbindet. Ich muss unter dem Volke noch der Schöpfer des guten Geschmacks werden. Die Leute sind willig, allerlei Eindrücke anzunehmen. Ich habe einen Ruhm, ein Zutrauen unter meinen Mitbürgern und unter uns gesagt, meine Kenntnisse breiten sich immer weiter aus, meine Empfindungen erweitern sich und mein Stil bildet sich immer wahrer und stärker. Gut, Clavigo. Doch, wenn du mir es nicht übel nehmen willst, so gefiel mir damals deine Schrift weit besser, als du sie noch zu Mariens Füßen schriebst. Als noch das liebliche, muntere Geschöpf auf dich Einfluss hatte, ich weiß nicht, das Ganze hatte ein jugendlicheres, blühenderes Ansehen. Ja. Es waren gute Zeiten, Carlos, die jetzt vorbei sind. Ich gestehe dir gern, ich schrieb damals mit offenem Herzen und weiß, sie hatte viel Anteil an dem Beifall, den das Publikum mir gleich anfangs gewährte, aber in der Länge, Carlos, man wird der Weiber gar bald satt. Warst du nicht der Erste, meinem Entschluss Beifall zu geben, als ich mir vornahm, sie zu verlassen? Ja, du wärst versauert, sie sind gar zu einförmig. Nur dächte ich, wäre es wieder an der Zeit, dass du dich nach einem neuen Plan umsähst. Es ist doch auch nicht, wenn man so ganz auf dem Samt ist. Ach, die Weiber, die Weiber. Man vertändelt gar zu viel Zeit mit ihnen. Mein Plan ist der Hof. Und da gilt kein Feiern. Habe ich es für einen, der ohne Stand, ohne Namen, ohne Vermögen hierher gekommen ist, nicht weit genug gebracht? Hier an einem Hofe unter dem Gedrängen von Menschen, wo es schwerhält, sich bemerkbar zu machen. Ach, Carlos, mir ist so wohl, wenn ich den Weg betrachte, den ich zurückgelegt habe. Geliebt von den Ersten des Königreichs, geehrt durch meine Wissenschaften, meinen Rang, Archivarius des Königs. Na. Carlos, das spornt mich. Wäre nichts, wenn ich bliebe, was ich bin. Hinauf. Und da kostet's Mühe und List. Braucht seinen ganzen Kopf. Ich kann nie ohne Weiber leben. Sie hindern mich an gar nichts. Auch sage ich Ihnen nicht so viele schöne Sachen. Röste mich nicht monatelang in Sentiments und dergleichen, wie ich damit von netten Mädchen am ungernsten zu tun habe. Ausgeredet hat man bald mit ihnen und hernach schleppt man sich noch eine Zeit lang herum und kaum sind sie ein bisschen warm bei einem, da hat sie der Teufel gleich mit Heiratsgedanken und Heiratsvorschlägen, die ich fürchte wie die Pest. bist nachdenkend, Clavigo. Ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass ich Marien verlassen, hintergangen habe, nenn es wie du es willst. Wunderlich. Mich denkt doch, man lebt nur einmal in der Welt, hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten. Und wer sie nicht zum Besten braucht, wer sich nicht so weit treibt als möglich, der ist ein Tor. Heiraten. Heiraten, just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll. Sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man noch die Hälfte seiner Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberungen noch nicht gemacht hat. Dass du sie liebtest, das war natürlich. Dass du ihr die Ehe versprachst, das war eine Narrheit. Und wenn du Wort gehalten hättest, wäre es gar Raserei gewesen. Schau, ich begreife den Menschen nicht. Ich liebte sie wahrlich. Sie zog mich an, sie hielt mich. Und als ich zu ihren Füßen lag, da schwor ich ihr, da schwor ich mir, dass es ewig so sein sollte, dass ich der Ehre werden wollte, sobald ich ein Amt hätte, einen Stand. Naja, jetzt Carlos. Es wird noch Zeit genug sein, wenn du ein gemachter Mann bist, wenn du das gewünschte Ziel erreicht hast, dass du alsdann, um all dein Glück zu krönen und zu befestigen, dich mit einem angesehenen und reichen Hause durch eine kluge Heirat zu verbinden suchst. Dass man so veränderlich sein kann. Wenn man beständig wäre, wollte ich mich verwundern. Sie ist verschwunden, glatt aus meinem Herzen verschwunden. Und wenn mir ihr Unglück nicht manchmal durch den Kopf führen. Sieh doch, verändert sich nicht alles in der Welt? Warum sollten unsere Leidenschaften bleiben? Sei du ruhig. Sie ist nicht das erste verlassene Mädchen und nicht das erste, das sich getröstet hat. Wenn ich dir raten soll, da ist die junge Witwe gegenüber. Oh. Du weißt doch, ich halte nicht viel von solchen Vorschlägen. Ein Roman, der nicht ganz von selbst kommt, ist nicht imstande, mich einzunehmen. Über die delikaten Leute... Aber nun lass das gut sein! Und vergiss nicht, dass unser Hauptwerk gegenwärtig sein muss, uns dem neuen Minister notwendig zu machen. Und das Wohl, das Gouvernement von Indien niedergelegt hat, ist immerhin beschwerlich für uns. Zwar... ist mir weiter nicht bange, sein Einfluss bleibt. Grimaldi und er sind Freunde. Und wir können schwatzen und uns bücken und denken und tun, was wir wollen. Das ist die Hauptsache in der Welt. Sieht man euch den Abend? Nicht wohl nachfragen könnte. Ich möchte heute Abend gar zu gern was unternehmen, was mir das Herz erfreut. Du musst diesen ganzen Nachmittag wieder schreien. Das endigt nicht. Nun lass das gut sein. Wenn wir nicht für so viele Leute arbeiteten, dann wären wir so vielen Leuten nicht über den Kopf